Uta hat jetzt auch Handkarten und legt jetzt live zurecht. Ich bin gespannt, wer hier der Higher Seed ist, also wer aussucht. Und ob Uta Favor, also ich persönlich, ich weiß nicht, wie es für euch ausschaut, ich persönlich gehe, ja, Uta geht first. Also ich glaube, in dem Matchup würde ich so oder so first gehen, einfach nur um den Zorro. Oh, der hat die Double Pack Sneeze, nice. Zorro beginnt gerade hier mit dem Buggy. Also ich persönlich gehe, direkt ein Whiff. Ich persönlich gehe als Uta auch immer gern first, weil du hast einfach Turn 3 Nami mit Search. Du kannst auf Turn 4, Turn 3 direkt den Ruffy ausspülen und auf Turn 4 kannst du dann dein Kit direkt ausspülen und eine Taunt unterlegen. So, Turn 2 Uta, was haben wir hier? Wenn Uta ballsy ist, spült es einen Mihawk aus. Mihawk into Brook into Nami mit Surge. Das wäre auch ein ballsy Move. Also die Combo existiert, aber ich habe sie bis jetzt nie gehabt. Also oh ja, zwar Wisp bei Zorro tut halt auch richtig weh. 5K Swing mit Leader. Nimmt der Zorro auf die Hand, kein Trigger. Und für 3. Oh doch, Mihawk kostet 3. Mein Fehler. Aber hier haben wir auf jeden Fall die angesprochene Mihawk-Combo in einem Zorro. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Wahl, weil so muss Zorro, also der gegnerische Zorro-Leader, muss jetzt mehr Don in die Charakter investieren, wenn er diesen Zorro loswerden will. Da kommt jetzt mal Don unterm Leader, 6K Swing auf den Zorro-Charakter, auf den Film-Zorro. Wird mit einem One-K abgewehrt. Da kommt ein Brook, legt zweiter, tappt den Don unter Buggy. Das ist jetzt dann nochmal ein 6K Swing auf Zorro. Das stimmt natürlich, Leute, also da habt ihr recht. Das ist irgendwie wieder mit dem One-Cap gewährt. Im einerseits ist es schade. Makino! Nochmal ein 6K Swing. Und jetzt ist er finally down. Oh! Also Zorro hat ja sehr viel investiert, um diesen Zorro-Charakter zu clearen. Also nochmal kurz, ganz kurz, um eben auf die einzugehen. Ihr habt's recht natürlich, es ist sehr schade, dass hier die beiden aufeinandertreffen, ist aber auch sehr spannend zu sehen. Aber das heißt natürlich, dass mehr Geckos, mehr Morias, mehr Geckos, mehr Sakas sich im Finale treffen werden. Und ich weiß leider nicht, wie es mit dem Whitebeard ausschaut und mit den Ruffies. Ich glaube, das ist das I'm Invincible, oder? Ist das die Altart von I'm Invincible oder von Backlight? Welches Event war das jetzt? War das jetzt Backlight oder I'm Invincible? Oder, na, plötzlich, New Genesis, meine ich. Also entweder war es jetzt Backlight oder New Genesis, so. Ich bin jetzt gerade nicht hundertprozentig fit mit den Altarts der Events. Kann mir da jemand vor euch helfen? Backlight, dankeschön. Das war Backlight. So, 4K Swing auf Mihawk. Geht K.O. Dann haben wir für 1 wieder ein Buggy Search. Findet ein Diablo Jumbe. Auch sehr starke Karte natürlich, auch gegen den 8-Cost Kit, wenn er kommt. Six-K Swing of Life. Nimmt Uta auf die Hand, kein Trigger. Dann haben wir einen Rush Zorro, 6K, nochmal 6K Swing. Nimmt Uta wieder auf die Hand. Und nochmal eine Makino und nochmal einen 5K Swing mit Nami. Also Zorro macht hier richtig Druck. Uta auf 2 Leben, das heißt, das ist jetzt da in der Range für Keto Killer Ability. Uff. Was macht jetzt Uta? Baut Uta jetzt Board auf oder geht es auf Board Clear mit einem Invincible? Erstmal New Genesis. Ist sie dann Lysop? Noch ein Event gerade in der Mitte? Könnte nochmal ein Backlight sein.
nimmt einen Lysop. Five Swing auf Makino. Ruffy into Lysop. Leider kein Brook auf der Hand. Und es geht wieder zurück zu Zorro. Scary Board bei Zorro, muss man ehrlich sagen. Das ist wirklich, das ist wieder so typisches Back to the Roots Zorro Board. Erstmal Don unterm Leader. 6K Swing mit Buggy. Na, Uta überlegt noch. Uta muss aufpassen. Sie war es, also er war es von den Diablo Chamber in der Hand. 5K Swing mit Brook. Was? Hat er jetzt auf das Diablo Chamber vergessen? Blockt er mit Ruffy. 6K Swing. Na, 7K Swing. Nimmt er und jetzt da Rest auf Leader. Das sind 10. Denke. Oh mein Gott. Komplett Brickhand. Oh mein Gott. Das ist natürlich böse. Also da hat Uta am Anfang zu sehr den Anzorro verteidigt. Und das waren ja nur Events. Also ich glaube, statt den Ruffy wäre besser gewesen, mit den Backlights die Charakter zu clearen. Best of five. Ihr seid so Best, ja. Aber ganz ehrlich, das ist halt Zorro. Zorro war immer schon so, dass es ziemlich schnell gegangen ist. So, Uta hat seine Hand. Zorro auch, aber falsch aufgeckt. Sehr gut gesehen vom Judge. Ja, der Judge schlägt's auf. Also hier mal Judge loben in den Chat, bitte. Zorro geht first. Beginnt mit dem Buggy. Hat diesmal sogar zwei Targets, weil sie in Diablo Jumbe und ein Radical Beam. Nimmt sie wieder das Diable. Dann gehen wir zu Uta. Ich finde trotzdem, dass Uta first gehen, glaube ich, immer noch besser ist. Hier kommt eine Curly da dann. Sehe schon die Makino. Makino Magura. Also zwei Makinos, Magura. Otama. Und die Robin wären zur Verfügung. Also ich würde eher Makino oder Otama nehmen. Oh, okay, nimmt Magura. Okay. Wie aber. Macht ihr gleich direkt Pressure mit Magura? Five Casting mit Leader. Es schaut mir nach einem Magura-Player aus auf jeden Fall. Nimmt Uta auf die Hand. Ja, da kommt der Magura. Bufft den Buggy. 6K Swing so gesehen wieder auf live. Wird mit dem 2K. Da haben wir ja dann schon den neuen Sanji. Macht das jetzt mit EB natürlich einen super Support für das Deck. Somit hast du viel weniger Wiss mit Lead Ability. So. Uta Attack mit 6K. On Attack Lead Ability. Deckt eine Nami auf. Auf dem Buggy. Buggy geht K.O. Dann wird wahrscheinlich direkt die Nami ausgespielt. Oh, und wieder Mihawk. Mihawk. Da haben wir die Combo. Mihawk into Brook into Nami. Ich glaube, das ist die richtige Wahl. Also auf jeden Fall Board aufbauen. Und ich weiß nicht, wie gut es ist, jetzt ist dann wieder den Brook zu verteidigen. Wie hart. Also mal schauen, ob Zorro in den Brook attackt. Und wie hart diesmal Uta den verteidigen würde. Also Leader Ability ist schon mal aktiviert. Zorro überlegt jetzt gerade ein bisschen.
macht einen 5K-Swing auf Brook in, mit Curly da dann. Ich sehe da ganz rechts einen Lissop, zwei Blocker-Utas. Wirft einen Wonky ab. Für zwei. Brook legt wieder zwei Teton unter Magura. Somit ist er 5K-Swing auf Brook. Lost er diesmal K.O. gehen, also verteidigt er nicht so hart wie letztes Mal. Und ein 7K-Swing into life. Nimmt er auf die Hand. Und wir sind wieder im Zug von Uta. So. Mihawk into Magura geht K.O. Also Uta versucht jetzt, glaube ich, Zorro ein bisschen zu staffen. Mal schauen, ob, wie gut das funktioniert. Erstmal 5K-Swing mit Nami auf die Curly Dadan. On Attack and Search. Findet ein Zorro. Dann 6K-Swing mit Leader. Findet einen Chopper. Nimmt auf die Hand. Und für 4 werden wir wahrscheinlich den Zorro sehen. Nein, nochmal Brook. Into Uta-Blocker. Uta Swan. Und damit geht es dann ab zu Zorro. Ich glaube, das ist die bessere Strategie, einfach weites Board gehen, damit du dann immer back-to-back das Board gehen kannst vom Zorro. Das dürfte die richtige Taktik sein. 7K-Swing auf die Nami. Geht gleich dir, K.O. So, 4-5 dann offen. 4K-Swing auf Mihawk. Lass da auch K.O. gehen. Dann haben wir Marco. 5-Kosten Marco. Oh, der ist halt auch sticky an Bord in Zorro. Der wird sticky bleiben. Vor allem mit einem Don-Attachen ist das gleich direkt ein 7K-Attacker. Der ist sticky. 5K-Swing auf Brook. Brook, wir gehen Brook übrigens. Geht gleich dir K.O. 7K-Swing, 6K-Swing mit Leader. Das war gerade ein Lysop. Nimmt der Zorro wieder auf die Hand. Und für 7 sehen wir dann Ruffy into Zorro. Und ich glaube, ich habe da wieder ein Backlight gesehen. So, mal schauen. Zorro startet gerne mit einem 7K-Swing mit Marco. Also die Blocker sind schon mal aufgebaut für einen Eckhaus-Kid nächsten Turn. 7K-Swing blockt damit der Uta. Dann nochmal ein 6K-Swing mit Leader. 2, 4, 6, 8 dann. Könnte ein Rush-Ruffy sein. Nein, das ist hier leider nichts. 3 dann. Okay, Rush Zorro. Den 7K-Swing. Den 6K-Swing hat Uta genommen. 7K-Swing mit Rush Zorro. Ist dann nochmal ein Rush Zorro. Block mit 1K-Counter. Ich glaube, ich sehe dann nochmal einen Rush, Zorro. Für 4. Ne, warte mal, 4. Oh, da ist Kid und Killer. 7K-Swing. Ne, 8K-Swing. Hier haben wir die erste neue Karte. 8K-Swing auf Life. Kein Trigger. Und wir gehen zu Uta. Da wurde sie im Chat schon beschwert oder gefragt, ob da irgendwelche neuen Karten sind. Und dann haben wir gleich direkt hier den Kid und Killer.
Also Keto Killer ist auch eine sehr gute Ergänzung für Zoro, weil ihr seht hier, hier hat er einfach gratis der Keto Killer einen 3K-Buff gekriegt. Einmal durch Lead-Ability und einmal durch die Ability von ihm selbst. Timing, ja. Das stimmt. Timing war perfekt. 7K Swing auf den Keto Killer. Jetzt ist er ja wieder am 5K. Geht direkt K.O. Sehen wir ein Backlight gegen den Marco. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat ja Uta mindestens ein Backlight auf der Hand. Könnte man aber erstmal, ja, 6K Swing auf Zoro. Da ist das Backlight wieder. Geht K.O. Zoro 2 Events. 6K Swing auf Marco. Und wirft einen 1K Mark ab. Also nochmal einen Marco dafür ab. Wie viel Backlights wird jetzt da spielen? Na, das ist nochmal Ruffy. Ruffy ohne Follow-up. Also hier, was so blurry ist, das ist ein Blocker Ruffy und zweiter. Also das, ich habe kurz die Altart erkannt. Also, und ich glaube, die 700, ist es 7000? Ja, 7000 das Statline. Das müsste, hier im Blur müsste ein Altart Ruffy Blocker sein. Ja, das stimmt schon, dass in Top 32 Spiel das erste Spiel viel länger ging. Erstmal 7K Swing mit Marco. Aber man muss mal sagen, das zweite Match bei denen ging ja verdammt schnell dann. Also die haben das wirklich dann sehr schnell runtergespielt. Könnt ihr dann auch, falls ihr hier noch auf YouTube seid, könnt ihr es dann nochmal nachschauen. Also 7K Swing wurde erstmal geblockt mit einem 2K ab und gecountert, damit der Ruffy im Leben bleibt. So, dann sehen wir nochmal den Rush Zoro. 7K Swing. Die Sache ist, das, halt, Zoro hat ein Ding in der Hand. ein Diablo Jumbe. Ja, da ist der Blocker. Da wird geblockt. Und nochmal ein 2K dazu abgeworfen. Hat er nochmal einen Rusher? Nee. Sie sieht zwar Makinos. 9K Swing mit Leader. Nimmt Uta auf die Hand. Und mit zwei offenen Don wird abgeben. So, jetzt bin ich gespannt. Wie viel einem Invincible hat Uta auf der Hand, dass er Finish gehen kann? Ja. Also Uta muss jetzt... Wir wissen ja von Turn 1 an, dass Zoro ein Diablo Jumbe auf der Hand hat. Das heißt, er ist jetzt fast dazu... Uta-Spieler ist jetzt fast dazu gezwungen, auf Finish zu gehen. Ansonsten kommt da einfach mal ein 16K Swing rein. 5K Swing auf Life. Ne, auf Zoro. What? Er geht auf Board? Sixke Swing auf Marco. Ja, okay, dann muss ein Kid kommen, ein Ekos Kid. Anders verstehe ich gerade den Play von Uta gerade nicht. Ja, da werden sie die Don zurecht gag. Fivekey Swing mit Leader, nimmt auf die Hand. Also da muss jetzt ein 8-Cast kommen, anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Ja, da kommt der Kid. Wird getappt. Der Brook wird getrashed für einen Blocker, hoffentlich für einen Blocker. Oh, Searcher Nami. Okay, deswegen hat er zwei offen lassen. Nami Search. Jetzt auf jeden Fall Counter. Sehen wir im Zoro Hand irgendeinen Rusher? Na. Oh doch, Kid und Killer. Kid und Killer.
Hier ist der Bruno. Und ein Don und der Kit. Ich sehe dann Kit und Killer in der Hand von Zorro. Also Kit und Killer. Aber Kit und Killer kann Diablo Jumbo nicht kriegen. Diablo Jumbo geht nur auf Straw Hat Character oder Leader. Ist das eine Fire Fist? Wait a minute, ist das eine Fire Fist? Also die Open 04 Fire Fist? Ah, Open 05 meine ich. Ja, du machst die Fire Fist drauf und dann auf Kit, der minus 4000, Kit und Killer für 7 rein. Aber reicht auch nicht. Ja, da kommt die Fire Fist. Das ist die aus, also das ist auf jeden Fall die Sabo Fire Fist, die gibt minus 4000 und wenn ein Nuller ein Diablo Jumbe auf Zorro, ah, jetzt ist gerade unscharf, auf jeden Fall der Kit ist down, zwei down offen. Ah, jetzt ist sie gerade unscharf. Wir haben einen Radical Beam, müsste in der Hand sein, wenn mir jetzt alles täuscht. Aber oder blufft er nur. Ne, ich sehe kein Radical Beam. Aber er hat so viel Counterpower. Ne, das Problem war das. Es war jetzt Diablo Jumbe auf einem 4000er Kit. Das war ein 9k Swing auf dem Kit. Das zahlt sich nicht aus. Also er hat nicht blocken können. Und wahrscheinlich zu wenig Counter auf der Hand. Deswegen hat er gerade sterben lassen. 7k Swing mit Nami. On Attack Search. Findet ein New Genesis. 3k Counter. Alles gut, alles gut. Also das war die Sabo Fire Fist auf jeden Fall. Die gibt ja minus 4000. Und ich glaube, der zweite Effekt war ja, wenn ein Charakter mit 0 an Bord ist, dann wieder KO'd. Ah, danke. Give up to one of your opponent's character minus 4000 during this turn. Then, if you have two or less life card, give up to one of your opponent's characters with power 0 or less. Okay, also die wäre schon. Was ist der Trigger? Activate. Main Effect. Minus 4000 auf den Zorro. Okay. Also das mit den zwei Life war vorhin auch schon gegeben, aber es war kein Charakter da, der was auf 0 Power war. So, erstmal New Genesis Search. Definitiv. Dankeschön auch auf jeden Fall mein Chat, dass sie mir den Text rausgesucht haben. Für die Leute, falls ihr euch wundert, jetzt auf YouTube oder zuschaut, mit wem ich hier rede. Mein Chat ist ja ganz lieb und hat mir den Text rausgesucht. So. Versucht Uta jetzt mit zwei 9K-Swings. Es ist riskant. Ich meine, Zorro blufft halt jetzt einfach den Radical Beam an. Ist das die Nami? Ja, Nami mit Search. Warum wird die tappt? Findet ein 2K. Er geht auf jeden Fall nicht auf Finish, so wie das ausschaut. Er hat nur einen Don offen. Er hofft jetzt wahrscheinlich, dass er kein Diablo Jumbe hat. Okay, er gibt ab an Zorro. Hat er jetzt das Diablo Jumbe topdeckt? Nein, ne Curly Daran. Ne Curly Daran. Findet einen Buggy. Ja, da ist der Buggy. Da ist der Buggy. Nimmt den Nami. Ah, Nami ist besser. Kann beides suchen. Nami. Ich sehe das Nuller-Event. Da ist ein Radical Beam. Radical Beam und Nuller-Event. Und kein Rush-Waffe. Okay. Da ist Punkt für Uta. 1-1. Zorro hat direkt aufgegeben, weil ich weiß, das wird nicht gewinnen. 1-1. Es wird nochmal spannend, Leute.
Gut, Uta auch. Und somit gehen wir in den finalen Punkt dieses, dieses Top-16-Matches. Uta beginnt. Aber interessant, dass der Zorro, weil das Verlierer sucht aus, interessant, dass der Zorro Uta first schickt. Zorro beginnt mit der Curly Dada. Hat einen Nami. Ja, nimmt gleich direkt die Nami, hätte sonst auch eine Otama. Gibt dann ab. Uta schaut mit dem Six-K-Swing, deckt eine Uta-Blocker auf, nimmt in die Hand. Zorro nimmt es in die Hand. Und für zwei kommt jetzt der Bruno. Ja, Bruno-Blocker. Auch eine der neuen EB-Karten für Uta. Den Sanji haben wir ja schon gesehen. Und hier ist die zweite neue Karte für Uta, was in EB dabei ist. Der kleine Bruno-Blocker aus dem Film. Zorro spielt direkt eine zweite Curly Dada, dann findet einen Buggy, searcht dann direkt mit ihm. Die Searches sind real, findet einen Radical Beam auf jeden Fall. Oh, nochmal ein Diablo Jumbe. Also Zorro, jede Runde Diablo Jumbe auf der Hand. Oh, 5K Swing mit Leader, interessant. Nimmt Uta auf jeden Fall auf die Hand. Und wir haben nochmal einen Buggy. Holy shit, ist das jetzt ein weites Board. Hier ist nochmal die neue Fire Fist. Dann liest jetzt Uta mal die Fire Fist durch. Also das ist wieder ein heftiger Start für Zorro. Alter Schwede. Also ich hoffe jetzt für Uta, dass er einen Brook hat, dass er das ein bisschen entgegenwirken kann. Und, oder Mihawk into Brook into Nami? Maybe? Holy shit, ist das ein Start. Okay, Uta beginnt mit einem 6K Swing, deckt einen 2K Counter auf. Nimmt auf die Hand. Brook into Lysop, okay. Ja, das wird jetzt wehtun. Also, das. Oh, okay, der Snapcase auf. das wird jetzt wehtun. Also, erstmal Lead Ability aktivieren. Dann mal jeweils ein Ton unter die Buggies und zwei Ton unter die Dadans. Ja, Blödsinn, brauche ich nur eins. Sehe alles drei Cars und Buddies. Erster 5K Swing. Erster 1K Counter. Zweiter 5K Swing. Nimmt auf die Hand, okay. Dritter 5K Swing. Wird geblockt. Nochmal Magura, 6K Swing. Na, 7K Swing, Entschuldigung, 7K Swing mit Buggy. Nochmal 7K Swing mit Leader. Oh, Alter, Uta geht low. So, jetzt muss Uta aufpassen. Brook ist ein Slash-Character. Das heißt, Lysop und Leader müssen die Buggies clearen. Ich hoffe, das bedenkt Uta. Five Kissing mit Lysop auf dem Buggy. Dann Five Kissing mit Leader auf Buggy. Ja, ja, der True. Der, also, das ist wirklich der perfekte Board State für Zorro, was du haben willst. Einfach so viel Character, wo du gerade einfach so billig rein traden kannst. So, Five Kissing auf einen der Curly Dadans mit Brook.
Und er hat nochmals ein Rush Zorro, ein Makino, alles auf der Hand, was Druck macht. Oh, hier wird sogar das Null-Event mit einer Nami getrasht. Es wird böse. Und vor allem, Diablo Jumba ist auch noch in der Hand. Wird jetzt nochmal kurz überlegt, ob der... Ah, New Genesis. Okay, der hat zuerst mit New Genesis gespielt. Er wollte schon den Ruffy spielen. Findet den Nami. Und jetzt kommt der Ruffy. Blocker Ruffy. Into Blocker Uta. Ja, Bruno, also der neue Bruno oder Bluno, wie er im Englischen heißt, ist auch ein Filmblocker. Wäre genauso möglich hier mit Ruffy. Aber die Uta-Blocker tut's auch. Aber ja, der kleine Bruno ist eine super Edition zum Deck auf jeden Fall. Das ist kein Jump-Blocker. So, jetzt heißt's, die auf ein Leben bleiben. Damit Diablo Jumba nicht zieht. 5k Swing mit Kalidadan. 1k. 5k Swing mit Kalidadan. 2k. Jetzt mit dem Leader swingen wäre Fehler. 7k. Obwohl, ne, Zoro ist noch auf der Hand. 7k Swing mit Leader. Block mit Uta. Jetzt muss er überlegen. Er hat eine Nami. Er hat einen Zoro. Uta hat sich auf jeden Fall schon ein bisschen rehabilitiert gerade. Und vielleicht hat Uta sogar wieder ein Kit in der Hand. Aber Zoro hat dafür die Fire Fist auf der Hand. Uta darf halt nicht auf null Leben gehen jetzt gerade. Da kommt der Zoro und eine Nami. Genau, 5 Charakter an Bord. Nami findet Brook. Okay, Zoro wird active lassen. Das ist eine gute Entscheidung. So, haut unter den Eggcast. 5k Swing auf Kalidadan. Get down. Schwierig. 5k Swing mit Lissop auf Kalidadan. Six Casing mit Leader. Da wird ein Backlight revealed. Wirft er jetzt einen Brook ab oder wirft er die Makino ab? Er richtet sich schon mal die Makino her. Aber er nimmt das live. So, sehen wir. Ja, da kommt wieder der Kit. Nee, Ruffy. Oh, ich habe ganz übersehen gehabt, dass er nicht auf 10 Tonnen ist. Sorry, Leute. Stimmt ja, Uta ging first. Ruffy into Nami Search. Und damit geht's ab zu Zoro. Nami, also... Uta muss jetzt schauen, muss aufpassen. Es sind mehrere, erstmal Leader bitte deaktivieren, es sind mehrere Straw Hat Charakter an Bord. Das heißt,
Diable Jumbe ist hier die Gefahr. Six K-Swing mit Zorro. 2K. Six K-Swing mit Leader. Es könnte ein Bait sein. 2K. Für 3. Nochmal ein Rush, Zorro. Seven K-Swing. Block. Kito Killer für 8. Hier könnte sogar riskieren. Okay, Block und 2K. Magura wird überspielt. Wir haben weiter eine Magura. Das ist ein 6K-Swing. Auf live. Kein Trigger. So. Jetzt bin ich gespannt, ob Uta finished. Auf Finish geht. 2 live. Wir haben 2 2K-Counters in der Hand und ich glaube ein Red. Nein, ist kein Don offen. Also wir haben 2 2K-Counters, was wir wissen bei Zorro. Makino und den Brook. Und Uta war es, glaube ich, nur von dem Brook. Und da ist noch ein Nuller-Event, wenn ich das richtig sehe. 5K-Swing mit Brook. Dürfte auf live gehen. 1K. 5K-Swing mit Lissab. Oh, das sieht man noch im Invincible aus. 5K-Swing mit Nami ohne Don. 7K-Swing mit Ruffy. Nimmt auf die Hand, kein Trigger. 4 Don auf die Uta. 9K-Swing. Revealed eine Nami. Ja, doppelt im I'm Invincible. I'm Invincible, 9K-Swing. Und das war's. Das war's. Uta hat gewonnen. Somit Uta in den Top 8. Und Zorro knapp verloren. Aber trotzdem, sehr, 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 sehr spannendes Game. War wirklich ein Wahnsinns-Game. Zorro immer sehr, sehr gut Druck aufbaut. Und Uta hat dann immer wieder den Return geschafft. Sehr stark von beiden auf jeden Fall. Sehr starkes 2:1 für Uta. Und hier sieht man halt wieder ein bisschen die Schwäche von Zorro, also auf jeden Fall. Wenn dir mal das Gas ausgeht, schaut es dann schlecht aus. Aber wie gesagt, deswegen ist auch Uta für mich ein Favorite. Also Uta kann nämlich genauso schnell Board aufbauen und dann deshalb halt auch mit stärkeren Charakteren. Das ist ein bisschen die Schwäche an Zorro, dass eben die Charakter so schwach sind.